Jesus muss in das Boot flüchten, weil so viele Leute gekommen sind, um ihn zu hören. Eigentlich ein Grund zur Freude, aber dennoch erzählt ihnen Jesus dieses Gleichnis, wo er ihnen sagt, die Worte, die ich zu euch sage, ein Großteil davon geht verloren. Nur ein kleiner Teil bringt Frucht. Aber wenn dann der kleine Teil der Frucht bringt, dann ist die Frucht viel größer als das, was verloren geht durch die, bei denen die Saat umsonst ausgestreut ist. Jesus möchte den Menschen damit sagen, gebt Acht, dass ihr guter, aufnahmebereiter Boden seid, die Samenkörner Gottes gut aufnehmen und wo das Frucht bringt, in Gedanken, Worten und Werken, was Gott euch schenkt. Die Saat bringt reiche Frucht. Aber es ist entscheidend für uns selbst, ob wir zum guten Ackerboden gehören oder ob uns Gott einmal sagen muss, so oft habe ich nicht dir geschenkt und es hat eigentlich nichts herausgeschaut. Es geht um die Herzenshaltung, mit der wir bereit sind, das, was Gott uns gibt, aufzunehmen und wir Mitarbeiter Gottes sind. Wie oft hören wir Worte aus der Heiligen Schrift? Wie oft gehen wir in die Heilige Messe, wir beten? Wie oft zeigt uns Gott etwas durch Gegebenheiten unseres Lebens? Durch Worte unserer Mitmenschen, auch durch die Predigt des Priesters. Und wie viel davon bleibt hängen? Es ist oft erschreckend wenig. Aber wir müssen für all das einmal Rechenschaft ablegen. Das muss uns bewusst sein. In der Heiligen Messe schenkt sich uns der Herr ganz und gar mit seiner unendlichen Liebe, mit der er sich am Kreuz für uns hingegeben hat. Stellen wir uns den Herrn vor, wenn er gekreuzigt wird. Und wir stehen daneben, vor dem Kreuz, mit seiner Mutter, so wie der heilige Johannes. Können wir da regungslos bleiben? Es ist erschütternd. Und genau das findet statt in jeder heiligen Messe. Möge diese Realität uns durchbringen und reiche Frucht bringen. Amen. Vergelt's Gott.